Fast so gut wie die Top-Profi-Modelle, aber günstiger. Geht die Rechnung auf für die Sony Alpha 7 III? Das klärt der Computerbildtest. Der nagelneue Sensor Alpha 7 III ähnelt dem Sensor des Profi-Top-Modells Alpha 9. Das sorgt für eine Spitzenqualität bei Fotos und Videos. Vor allem bei Schummerlicht ist die Alpha 7 III kaum zu toppen. Der neue Akku bietet doppelt so viel Kapazität wie der Vorgänger. Eine echte Verbesserung. Im Test reichte der Akku für knapp 1500 Bilder. Aufgeladen wird der Akku über das mitgelieferte USB-Netzteil. Er kann aber auch über eine USB-Powerbank aufgeladen werden. Mit aktivem Autofokus schießt die Alpha 7 III 8 Bilder pro Sekunde und hält damit einen Respektabstand zur doppelt so teuren Alpha 9, die 16 Bilder pro Sekunde schafft. Top, im JPEG-Format drosselte die Kamera erst nach 180 Bildern das Tempo, um die Bilddaten auf die Speicherkarte zu schreiben. Ebenfalls richtig fix agiert der Autofokus. Allerdings hängt sein Tempo etwas stärker vom Motiv ab als bei einer Profi-Spiegelreflexkamera. Bei Tageslicht brauchte die Systemkamera 0,23 Sekunden zum Scharfstellen und Auslösen. Bei Schummerlicht hatte sie dagegen das Bild schon nach 0,13 Sekunden im Kasten. Ein Top-Wert. Wer den Autofokus-Messpunkt gern selbst festlegt, bekommt sehr viel Auswahl. Satte 693 Messfelder stehen zur Auswahl. Der Preis ist mit 2300 Euro allein für das Gehäuse deftig. Jedoch erfüllt die Alpha 7 III unsere hohen Erwartungen. Zahlungskräftige Fotografen bekommen hohes Tempo, Spitzenbildqualität und Top-Ausstattung. Die Alpha 7 III bekommt daher die Testnote 2,0.